Herzlich willkommen heute zur zweiten Serie der 12 größten Marketingfehler bei deiner Webseite. Und wir haben gestern schon gehört, dass der größte Fehler es ist, dass man an die falsche Person gerät, die einem eine schicke Webseite verkaufen will, aber die kann möglicherweise nicht verkaufen, wie wir gestern gelernt haben. Und heute wird uns Christoph Schwinghammer, der Geschäftsführer der 360 Karat Digitalagentur, mitteilen, wie ein guter Marketing- und Verkaufsarchitekt arbeitet. Sprich also, was die ersten wichtigen Fragen sind, bevor irgendeine Webseite programmiert, ein Social-Media-Profil aktiviert wird oder gar ein Text formuliert wird. Lieber Christoph, was ist die erste wichtigste Frage, wo du sagst, damit sollte es losgehen? Der größte Fehler erstmal ist es, keine Zielgruppe definiert zu haben. Das bedeutet, die Frage, die dir ein Marketing- und Verkaufsarchitekt stellen sollte, wäre, wer ist deine Zielgruppe überhaupt? Und genauso kannst du dann herausfinden, ob das jemand ist, der jetzt nur irgendein schönes Design erstellen will oder ob es jemand ist, der dein Business, dein Unternehmen verstehen will, um dann das Marketing für dich so zu gestalten, dass es Kunden bringt. Und bei der Zielgruppe ist es halt so, dass du eine Seite erstellst, die der Zielgruppe schmeckt. Das heißt, stell dir einfach vor, du bist ein Angler, schmeißt einen Köder aus und am Ende beißt aber keiner an und du fragst dich, warum. Weil überraschenderweise schmeckt dem Fisch keine Torte. Aber dir schmeckt vielleicht eine Torte und deswegen hast du es probiert, den Fisch mit einer Torte zu ködern und es passiert aber leider nichts. Und genauso ist es auch mit deiner Webseite. Du musst deine Webseite, deine Verkaufsargumente genau so gestalten, dass der Fisch anbeißt. Und der Fisch ist dein Kunde. Du sollst einfach herausfinden, wer genau deine Zielgruppe ist, was beispielsweise der Leidensdruck ist, was sie mögen, was sie nicht mögen, was ihre Interessen sind, aber auch, auf welchen Kanälen sie unterwegs sind. Das heißt also, wenn ich es mit meiner Webseite, die erste Webseite, die ich hatte, vergleiche, dann hatte ich eine schicke Webseite, ich hatte schicke Fotos drauf, ich hatte ein Kontaktfeld, aber tatsächlich hat diese Webseite kein Traffic, also keine Kunden oder Leads, wie man ja neudeutsch sagt, generiert. Das heißt also, die hat mir gefallen, die hat der Grafikerin damals gefallen, aber letztendlich dem Fisch nicht gefallen, also hat kein Fisch angebissen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, es wird sehr wahrscheinlich einfach so bei deiner ersten Webseite gewesen sein. Und was wird jetzt deiner Meinung nach, du bist ja selbst als praktizierender Marketing- und Verkaufsarchitekt unterwegs, was genau müsste also konkret erarbeitet werden? Ich habe da solche Begriffe jetzt auch in unserer Zusammenarbeit Erinnerung wie Avatar oder Persona. Was verbirgt sich denn dahinter? Was machst du denn da mit dem Kunden? Ich gehe einfach mit dem Kunden gemeinsam den Kundenavatar durch. Das bedeutet, wir schauen uns an, was es da für Demografien gibt. Also ob es eine Frau ist, ob es ein Mann ist beispielsweise oder genauso in welchem Alter sie sich befinden. Und vor allem auch ganz, ganz wichtig, wo sie sich befinden. Ist es jemand, der täglich die Zeitung liest? Ist es jemand, der täglich einen Podcast sich anhört? Oder einfach jemand, der gerne YouTube-Videos, wie bei uns hier, sich anschaut? Genau das finden wir gemeinsam heraus und definieren das, sodass wir dann genau wissen, was wir im nächsten Schritt machen müssen. Also das klingt für mich völlig plausibel, das, was damals mein Webdesigner hätte machen müssen, mich erstmal zu fragen, will ich Wale jagen, sprich also B2B-Geschäft, also nur Unternehmen, oder will ich eher kleine Fische, Forelle als Kunden gewinnen? Da brauche ich ja ganz andere Ausrüstung, ganz andere Köder, ganz andere Haken. Vielleicht bin ich am falschen Gewässer gewesen. Also das erscheint für mich plausibel, dass das ein Marketing- und Verkaufsarchitekt macht. Vielen Dank. Dann lade ich dich ein, jetzt nicht nur das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, sondern du findest unterhalb des Videos auch noch einen Link zum Download eines Artikels zum heutigen Thema. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis morgen.